Die Businessfragen GmbH produziert gehobene Büromöbel. Berechnen Sie den Deckungsbeitrag pro Produkt sowie den Gesamtgewinn der Businessfragen GmbH auf Basis der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Und wenn wir uns diese Aufgabe anschauen, braucht man zuerst einmal nur Zusatzangaben, um eben diese einstufige Deckungsbeitragsrechnung durchzuführen. Und hier haben wir eben die Zusatzangabe, dass die Fixkosten der Businessfragen GmbH 1 Million Euro betragen und dass die Businessfragen GmbH vor allem jetzt zwei Produkte produziert. Einerseits einen Schreibtisch und andererseits das Produkt B, den Teamschreibtisch. Und hier haben wir in der Angabe auch noch Zusatzangaben, also variable Kosten, die Erzeugungs- bzw. Produktionsmenge sowie den Nettoverkaufspreis gegeben, sowohl für das Produkt A als auch für das Produkt B. Und um diese Aufgabenstellung, also jetzt die Deckungsbeitragsrechnung durchzuführen, müssen wir uns zuerst einmal das Schema der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung überlegen. Und wenn wir uns dieses Schema hier jetzt einmal genau anschauen, so haben wir zuerst einmal den Nettoverkaufspreis, welchen wir benötigen. Und diesen Nettoverkaufspreis finden wir in der Angabe. Das heißt, wir haben hier den Nettoverkaufspreis beim Produkt A von 650 Euro und beim Produkt B von 840 Euro. Das heißt, wir können diese 650 Euro bereits einmal, beziehungsweise die 840 Euro, bereits einmal in unser Rechenschema eintragen. Als nächstes müssen wir von diesem Nettoverkaufspreis die variablen Kosten abziehen. Und wenn wir uns hier diese Aufgabenstellung anschauen, so können wir auch hier erkennen, dass wir variable Kosten von 500.000 Euro haben, beziehungsweise von 400.000 Euro haben, bei dem jeweiligen Produkt. Und damit wir diese variablen Kosten aber dann eben rechnen können sozusagen, beziehungsweise hier jetzt in diesem Schema verwenden können, müssen wir diese variablen Kosten zuerst auf die Stückebene herunterrechnen. Das heißt, wenn wir den Deckungsbeitrag pro Stück errechnen möchten, dann müssen wir natürlich sowohl den Nettoverkaufspreis auf Stückebene haben, als auch die variablen Kosten auf Stückebene haben. Aber bevor wir uns hier jetzt darauf nochmal ganz kurz eingehen, wo ist denn der Unterschied zwischen variablen Kosten und fixen Kosten? Grundsätzlich können Sie sich merken, oder sehr vereinfacht gesagt, die variablen Kosten sind immer mengenabhängig. Also wenn Sie 1000 Stück produzieren, dann haben Sie natürlich höhere variable Kosten, wie wenn Sie nur 500 Stück produzieren. Und bei den Fixkosten ist unabhängig davon, wie viel Stück Sie produzieren. Egal, ob Sie 2 Stück oder 100 Stück produzieren, die Fixkosten sind immer gegeben. Und damit wir dann die variablen Kosten jetzt auf Stückebene errechnen können, müssen wir die gesamten variablen Kosten, die hier mit 500.000 gegeben sind, bei dem Produkt A, einmal durch die Produktionsmenge, also durch die Erzeugungsmenge von 2000 dividieren. Das heißt, wir kommen beim Produkt A auf variable Kosten in Höhe von 250 Euro pro Stück. Und dasselbe müssen wir beim Produkt B machen. Und hier haben wir variable Kosten von 400.000 und eine Produktionsmenge von 1000. Und wenn wir diese 400.000 durch 1000 dividieren, also durch 1000 Stück dividieren, dann kommen wir auf 400 Euro variable Kosten pro Stück. Und dementsprechend können wir hier in unser Rechenschema nun diese 250 bzw. diese 400 variable Kosten eingeben oder mal eintragen. Und somit können wir dann jetzt auch schon zum nächsten Schritt übergehen, und zwar zur Berechnung des Deckungsbeitrages pro Stück. Und der Deckungsbeitrag pro Stück
wird bei der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung oder eigentlich auch bei der mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung, aber hier haben wir dann eine gröbere oder eine größere Unterteilung als bei der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung. Also den Nettoverkaufspreis minus die variablen Kosten ergibt dann unseren Deckungsbeitrag pro Stück. Das heißt, wir müssen hier jetzt beim Schreibtisch, also beim Produkt A, die 650 Euro Nettoverkaufspreis minus die 250 variable Kosten rechnen. Und somit kommen wir dann auf einen Deckungsbeitrag von 400 Euro pro Stück beim Schreibtisch A bzw. beim Teamschreibtisch, die 840 minus die 400, weshalb wir dann jetzt auf einen Deckungsbeitrag pro Stück beim Teamschreibtisch von 440 Euro kommen. Das heißt, nach Abzug der variablen Kosten bleiben uns pro Stück beim Produkt A 400 Euro bzw. beim Produkt B, also beim Teamschreibtisch, 440 Euro über, also auf Stückebene gezogen. Noch nicht berücksichtigt sind hier die Fixkosten. Und dieser Deckungsbeitrag pro Stück, den können wir jetzt als Basis verwenden, um den Deckungsbeitrag auf Produktebene zu errechnen. Also den Gesamtdeckungsbeitrag für Produkt A und den Gesamtdeckungsbeitrag für Produkt B, also den Teamschreibtisch. Und hierfür benötigen wir eben auch die Produktionsmenge. Und diese Produktionsmenge oder Erzeugungsmenge haben wir hier wieder in der Angabe gegeben mit 2000 Stück bzw. mit 1000 Stück. Und dementsprechend können wir hier jetzt einmal dann die 2000 bzw. die 1000 beim Schreibtisch bzw. beim Teamschreibtisch eintragen und dadurch somit den Deckungsbeitrag auf Produktebene sozusagen berechnen. Und wenn wir das Ganze dann einfach errechnen, indem wir die 400 Deckungsbeitrag pro Stück mit der Produktionsmenge multiplizieren, weil wir haben ja 2000 mal einen Deckungsbeitrag von 400, so kommen wir beim Produkt A auf einen Deckungsbeitrag von 800.000 bzw. beim Produkt B die 440 mal 1000 auf einen Deckungsbeitrag für das Produkt B von 440.000 Euro. Und dementsprechend haben wir eben wie gesagt hier Deckungsbeitrag pro Produkt Schreibtisch in Summe 800.000 bzw. Team Schreibtisch 440.000. Und jetzt möchten wir als nächstes noch errechnen, wie hoch ist der Deckungsbeitrag auf Unternehmensebene. Und hierfür müssen wir nichts anderes tun, wie diese beiden Deckungsbeiträge, also die 800.000 und die 440.000, zusammenzählen, also addieren. Und so kommen wir dann auf einen Gesamtdeckungsbeitrag des Unternehmens von 1.240.000 Euro. Das heißt, nach Abzug unserer variablen Kosten haben wir einen Deckungsbeitrag von 1.240.000 Euro. Und mit dieser 1.240.000 Euro müssen wir als Unternehmen jetzt unsere Fixkosten decken können. Wenn unsere Fixkosten dementsprechend dann kleiner sind als die 1,24 Millionen Euro, dann haben wir einen Gewinn. Sind diese gleich hoch, dann haben wir ein Nullsummenspiel. Und wenn die Fixkosten dann höher sind als unser Deckungsbeitrag, dann haben wir irgendwas falsch gemacht in der Vergangenheit und wir würden als Unternehmen einen Verlust einfahren. Und nachdem hier jetzt die Frage eben nicht nur durch den Deckungsbeitrag pro Produkt ist, den wir ja hier schon errechnet haben mit 800 und 440.000, beziehungsweise mit 400 und 440 auf Stückebene, müssen wir jetzt eben als nächstes noch
die Fixkosten abziehen, weil damit wir auf den Gewinn kommen, müssen wir den Deckungsbeitrag gesamt auf Unternehmensebene minus die Fixkosten rechnen. Und wenn wir diese 1.240.000 minus 1 Million Euro rechnen, so kommen wir auf einen Unternehmensgewinn von 240.000 Euro. Und dementsprechend haben wir eben diese Aufgabe jetzt mit Hilfe der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung schon ermittelt. Das heißt, die Antwort lautet eben hier vorher, den Deckungsbeitrag haben wir schon angesprochen, und als weitere Antwort ist eben hier jetzt, der Gewinn der Businessfragen GmbH beträgt 240.000 Euro.